Mahlzeit, Leute. Herzlich willkommen zum neuen Video. Oh Mann, das Eiseisen wird auch immer teurer. Ich sag euch das. Zweite Mal Eis essen mit meinem Frauchen. Erste Mal Eis. Haben wir das Blaue Wunder, den T5 gekauft. Und jetzt schon wieder Eis essen gewesen. Ganz spontan. Ich habe mir einen kleinen Shopper gekauft. Also so langsam nimmt das alles ein bisschen überhand. Hier mit den ganzen Autos und Motorrädern. Und also da stelle ich mir echt die Frage, geht's mir gut? Ja, nee, also das war wirklich so ganz spontan. Ich habe da voll Bock drauf gehabt, weil irgendwie war das mein Traum, schon immer mal so einen kleinen Shopper zu haben. Und den habe ich jetzt gefunden. Relativ schmales Geld, nicht teuer, gar nichts. Also richtig human. Ja, es wird eine Virage, Virago 535, 46 PS, 87er Baujahr, komplett umgebaut, so wie ich mir vorstelle. Bisschen ist noch was dran zu machen, das ist ganz klar, ohne dem geht einfach nicht. TÜV bis nächstes Jahr, 27.000 gelaufen und wie gesagt, für einen richtig schmalen Taler. Also ich bin gestern mit meinem Frauchen da gewesen, kurz Probe gefahren, unangemeldet, auf dem privaten Gelände natürlich. Es war schön, war richtig geil. Angenehme Sitzposition, man nicht so dieses wie auf der ZZR 1100er oder auf der Jägerfaser. Dieses da draufklammern und nur losnageln. Nee, einfach mal entspannt. Und genau das ist das, was ich möchte, dieses entspannte Fahren. Ja, also wie gesagt, Anhänger ist hinten dran. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, komme von der Arbeit. Mache mich jetzt auf den Weg dahin, hole das Moped ab, verladen, gestern schon das Geld überwiesen. Ja, und dann zeige ich euch nachher einmal, wie sie aussieht, wenn sie verladen ist. Halte ich nachher nochmal rechts an und dann gucken wir mal. Alles klar, in dem Sinne, bis gleich, wenn sie auf dem Anhänger ist. Jo, Leute, so, Moped ist verladen, ist auf dem Anhänger. Wie soll es anders sein? Rampe natürlich vergessen. Zum Raufschieben. Geile Nummer. Das kann gar nicht perfekter laufen. Nein, alles gut. Gott sei Dank war das vom Bauernhof. Oder sie, das, also da wo ich das Moped her habe, die wohnen auf dem Bauernhof. Ja, hab dann da eine lange Bowle genommen und dann konnte man das Moped wunderbar raufschieben. Passte. Ohne Probleme, einmal festgegurtet, einmal gezurrt. So, jetzt ab in die Garage und gleich sehen wir uns, wenn sie abgeladen wird. Alles klar, bis gleich. Jo, liebe Leute, da steht das Moped. So sieht sie aus. Klar, man merkt 87er Baujahr, da muss einiges dran gemacht werden. Das ist nicht das Problem. Hier splittert der Lack ein bisschen. Das kann man aber alles lackieren und neu machen. Das ist nicht das Problem. Ist genauso vorne mit dem Fender. Der hat auch ein paar Luftfilterstutzen hier vorne. Hat auch ein paar Risse. Also das ist alles, wie gesagt, nicht fachmännisch gemacht, aber das ist egal. So sieht sie auf jeden Fall von hinten aus. Das werde ich vermutlich abmachen, weil das gefällt mir nicht ganz so. Da kannst du eine Bierflasche dran aufmachen, aber okay, ist Geschmackssache. Ansonsten seitliche Kennzeichenhalter. Ja. Das ist das kleine Möbi. 5 Gang. Da sieht man das. Moment. Zack, na komm mal her. Scharf. 5 Gang. Jo, 5 Gang. Kardanantrieb, sehr wartungsfrei. Keine Kette, gar nichts. Nur hin und wieder mal ein bisschen Öl gucken. Ja. Ansonsten ist das ein schönes Spaßmoped. So, dann gehen wir noch einmal hier zum Auto. Hier habe ich ja
einiges noch mitgekriegt. Vielen Dank, Sibylle. Ein Buch, ganz wichtig. Schwupps. Was haben wir denn hier noch? Ein Luftfilter ist hier noch mit dabei. Jawohl, nagelneuer Luftfilter. Geil. Die Sitzbank vom Umbau ist hier mit drin. Was haben wir hier denn? Ölfilter könnte das sein. Jo, der ist noch zu. Hier ist noch einer. Ja, genau. Das ist Ölfilter. Zwei Stück gleich. Ich weiß gar nicht, wie viel sie braucht. Was ist das denn hier? Ach du grüne Neune. Ach, das ist eine selbstgebaute Sissy Bar. Wow. Hier der Gepäckträger. Ganz wichtig. Original Spiegel sind hier noch mit drin. Das Original Rücklicht. Fußrasten, Seitendeckel. Ja, Seitendeckel mit. Komme ich jetzt nicht drauf, ist aber auch nicht weiter schlimm. Hier noch die Armaturen Originale. Hier nochmal abgekniffene Blinker sind hier drin, eine Zündspul. Hier nochmal der Original, die originale Griffarmatur Highway Hawks für Bremse, Fußhebelpedalerie, Zündspulen sind hier drin. Pumpe ist da noch mit drin. Ich weiß gar nicht, besitzt du eine Pumpe? Ich glaube nicht. Was haben wir denn sonst noch hier? Ein Reflektor ist hier noch mit drin. Also alles so ein bisschen Dichtung. Das ist so eine Sammelsurium-Kiste. Die gab es auf jeden Fall mit dazu. Finde ich gar nicht so verkehrt. Das ist das Wichtige. Und die Papiere halt eben. So. So viel denn schon mal zu dem. Dann wollen wir die einmal reinbringen. Die reinschieben und dann war es das erstmal von dem Video.